Hallihallo, willkommen bei Conny Canarias. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin hier am Tropical unterwegs in Playa del Inglés. Und wir haben es immer noch gut warm. Ja, die Leute sitzen im Schatten, weil in der Sonne ist es fast nicht zum Aushalten. Unten am Wasser geht's, da haben wir die leichte Brise. Ich nehme euch einfach mal ein Stückchen hier mit und wir schauen mal auf unser Thermometer. 30 Grad. Also es ist auf jeden Fall schon mal kühler als gestern. Ja, die letzten Tage haben wir hier wieder gut geschwitzt. War recht heiß. So, hier vorne haben wir gelbe Flagge. Aber die Brise hier am Meer, die tut richtig, richtig gut. Und natürlich das optimale Badewetter. Der Atlantik ist immer noch schön warm. Ja, wer es einrichten kann, kommt hier vorbei. Gerade jetzt, wenn die nicht so schöne Zeit in Deutschland anfängt oder auch in Österreich oder der Schweiz, also ganz Europa eigentlich. Wenn es hässlich wird, grau in grau und Regen, da ist es doch hier richtig schön. Vor allem baden könnt ihr hier das ganze Jahr über im Atlantik. Klar, natürlich ist es in den Wintermonaten, Januar, Februar, ist der Atlantik auch ein bisschen frischer. Aber trotzdem noch Badewetter. Die Dünen, ja, super Blick heute. Und die Luft sieht auch wieder sehr sauber aus. Gestern sah es also noch ganz anders aus. Gestern Nachmittag war wie so eine, ja, wie so eine Staubschicht, Kalima-Schicht. Aber heute sieht es schon wieder richtig toll aus. Ich denke mal, jetzt zum Wochenende hin kehren dann wieder die Normaltemperaturen zurück. Und wir haben dann wieder unser typisches kanarisches Wetter. So, das war mal ein kleiner Spaziergang hier. Ich gehe jetzt auch wieder in die andere Richtung. Ich habe noch was zu tun. Und demnächst gibt es auch mal wieder ein bisschen Geschichte. Da plaudere ich wieder ein bisschen aus der Vergangenheit hier. So, 13.01 Uhr und 30 Grad. Also eigentlich unten am Wasser ideale Temperatur. So, mit diesem Blick sage ich dann noch Tschüss und bis zum nächsten Mal.